Ich werde anfangen mit ein paar Vorurteilen, wo man damit aufräumen kann. Dann sage ich etwas zu dem Potenzial der erneuerbaren Energien. Dann machen wir ein paar ganz kleine Rechenspiele, wo ich versuchen würde, den Knackpunkt des Verstehens oder Zahlen, die wirklich Facts sind oder wirklich Mathe sind, das hätte ich immer ganz gerne als Facts zu erklären. Und dann noch ein bisschen, wenn man Zeit hat, zur Mobilität und zu Smart etwas. Zuerst einmal zum Abschalten. Abschalten von der Atomkraftwerk per morgen ist möglich. Dass es nicht geht, ist eine Lüge und eine Propaganda. Begründet. Wir haben ins Ausland so grosse Übertragungskapazitäten, dass wir permanent fast mehr Strom transferieren in die Schweiz, als wir selber brauchen. Also wir haben viel größere Übertragungsleitungen, als das wir bräuchten, wir könnten das komplett aus dem Ausland versorgen. Wir könnten Wasserkraft und AKW abschalten und den Strom bei uns. Es wird wirklich ein Blackout geben. Es wäre eine Frage vom Preis. Und der importierte Strom wäre nicht zwingend grüner als der AKW-Strom. Das kann aber abschalten ist möglich. Ist jemand nicht überzeugt? Super. Okay. Wenn es ein Einwand ist, gerne etwas sagen, sonst ist es nur so ein Stimmungsbild. Es gibt Vorurteile, graue Energie von Photovoltaikanlagen, sage ich so hoch, dass sie in der Lebzeit die Energie nicht zurückbringen können. Das ist in den allerersten Versionen von der Photovoltaik der Fall gewesen. Ist heute nicht mehr so. Die Photovoltaik wird immer dünner. Graue Energie von der Photovoltaik hängt damit zusammen, wie dick die Blättli sind, weil es Energieaufwand ist für den Blättli. Und darum ist es heute falsch. Heute ist der Energieerntefaktor, also so viel wie man mehr rausbekommt, als was man reingesteckt hat, sehr hoch. Das ist kein Problem der Photovoltaik. Verfügbarkeit, Tag, Nacht, Sommer, Winter und so weiter, sagt man immer zu den erneuerbaren Energien. Erstens, die Sonne scheint jeden Tag und wird das auch in Zukunft noch machen, was bei den nicht nachhaltigen Energien nicht der Fall ist, die hören irgendwann auf. Das ist die Definition. Also, Verfügbarkeit ist bei der Sonne wesentlich höher als bei fossilen oder bei Uran, wo es auch ausgeht. Beim Wind speziell noch. Kann man über mehrere tausend Kilometer Übertragungsleitungen bauen, Windparks so verstreuen und ihr seht alle auf den Wetterbildern immer die Kreise runter, hoch und tief, die sich da zum Beispiel über Europa bewegen, die haben so eine typische Ausdehnung von 4000 Kilometern. Wenn man also den Wind über 4000 Kilometer mit einem Netz verbindet, bekommt man eine relativ gute Bandlastabdeckung. Dann heisst es, erneuerbare Energien sind hässlich. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, klar, aber als Gedankenanstoß in Holland sind zum Beispiel Windkraftwerke ein uraltes Kulturgut, das gehört zu Holland wie Kuh zu der Schweiz. Und da wird niemand sagen, es ist hässlich. Teuer, man sagt, erneuerbare Energien sind teuer, das ist auch falsch. Über die Lebensdauer gerechnet, wo man hat für neue Anlagen, die man heute baut, ist zu erwarten, dass die Erneuerbaren wesentlich günstiger werden als fossile oder nukleare. Insbesondere dann, wenn man die externalisierten Kosten mit draufschlägt. Bei der Atomkraft sind das zum Beispiel die Kosten, die wir alle eigentlich zahlen, aber nicht wirklich mit Franken, sondern mit unserem Risiko, also die Risikokosten, die wir tragen, für dass es einen Unfall gibt. Wenn man nur die zwei Unfälle, Tschernobyl und Fukushima, teilt durch alle AKW, die es gibt auf der Welt, durch alle Kilowattstunden, die hier produziert worden sind, die Kosten aufteilt, dann entstehen Kosten in der Höhe von den Kosten, die wir zahlen für den Strom. Also er würde sich verdoppeln, wenn man eine Versicherung hätte, also die Unfälle abdeckt. Der Preis würde sich verdoppeln. Es sind natürlich weitere in den Uranabbaugebieten in Mayak, wo unsere Fenster aufbereitet werden. Entstehen weitere externe Kosten, die wir nicht zahlen. Wir haben die externen Kosten von der Terrorgefahr, von der Bombe. Wir haben die externen Kosten von der Rückbauproblematik von AKW. Wir haben die externen Kosten von der Endlagerproblematik. Alles ist im Preis und nicht im Weg. Weiter tun die Erneuerbaren im Preis ständig keinen. Keinen weiterhin.
und über die Lebensdauer von der neuen Anlage müssen wir das berechnen. Das sind die Vorurteile gewesen. Gibt es noch ein gutes Vorurteil? Gut, dann kommen wir jetzt zum Hauptpunkt. Die Potenziale, vielleicht machen wir das gerade drauf, die Potenziale der Sonnenenergie. Erst die Aussage, es ist eigentlich fast alles Sonnenenergie. Wir haben wieder Sonnenenergie, natürlich Photovoltaik, wir haben Wind, wir haben Wasserkraft, wir haben Concentrated Solar Power, wir haben Holz. Holz meine ich jetzt trockene Biomasse, wir haben auch Biomasse, da meine ich jetzt nasse Biomasse. Die haben ein bisschen unterschiedliche Techniken, die man sie nutzt und nehme sie auseinander, obwohl ja Holz auch Biomasse ist. Und dann haben wir auch Öl, Kohle, Gas. Und was nicht so eine Energie ist, ist dann noch Geothermie und Uran. Seht jemand eine von diesen Energiearten, die nicht klar ist, warum das so eine Energie ist? Also das ist direkt die Umwandlung nach Einstein, hat das beschrieben, hat für das der Nobelpreis bekommen, Photovoltaik. Ein Photon knallt auf so einen Halbleiter und spickt mit dem ein Elektron raus und will das dann draussen ist, kann es dann Strom erzeugen. Beim Wind ist so, dass die Sonnenenergie die Äquatorebene mehr erwärmt als an der Pol, sodass entsteht eine Strömung, mit der Corioliskraft wird sie verdreht und darum haben wir überall Wind. Also ist Sonnenenergie. Wasser ist von der Sonne verdunstet Wasser, wo die Höhe gelockt worden ist, wo ein Berg abregnet und Kombination von Sonne und Berg gibt ein Potenzial, das man ausnutzen kann in einer Turbine. Concentrated Solar Power ist die Technologie, wo man mit Spiegel die Sonne auf ein Rohr bündelt oder auf einen Punkt bündelt, wo man dann kann ein thermisches Kraftwerk mit der Wärme antreiben kann. Wer hat von dem schon gehört? Dann haben wir Holz, das ist klar, Biomasse ist Sonnenenergie, kommt von der Photosynthese her. Öl, Kohle und Gas sind auch ehemalige Biomasse, also auch von der Sonnenenergie. Geothermie und Uran sind die einzigen Energien, die ich kenne, die nicht direkt Sonnenenergie sind. Jetzt zu dem Potenzial. Wenn wir all die Energien anschauen, im Wesentlichen die Sonnenenergie, und uns überlegen, was können wir von dem brauchen, und zwar langfristig, dann fallen für mich die hier weg, weil die sind endlich und haben nicht mehr lang, beziehungsweise bei der Kohle, die noch relativ lange behebt haben, oder das Klimaproblem. Dann haben wir Holz und Biomasse, wo man heute schon wesentlich nutzt, insbesondere wenn man Biomasse essen. Und überall dort, wo eine Konkurrenz entsteht zwischen der Biomasse zum Essen und der Biomasse zum Autofahren, sehe ich moralisch den Vorteil beim Essen. Also eher Essen als Autofahren damit. Beim Holz kann man die Nutzung noch erhöhen. In der Schweiz ist die Nutzung schon sehr hoch. Man kann noch ein bisschen erhöhen. Es gibt dort dann irgendwann ein Trade-off zwischen der Biodiversität vom Wald kann überleben und der Holznutzung, also Monokultur, Baumplantage, bietet nicht mehr den Erholungswert in der Biodiversität, wo ein Urwald kann bieten. Also ist irgendwann auch begrenzt, aber man kann noch ein bisschen erhöhen in der Schweiz. Für Concentrated Solar Power, der momentane Gestehungskosten sind etwa bei 12 Cent pro Kilowattstunde, ist die Produktion unbegrenzt. Man könnte die Weltenergieversorgung mit Concentrated Solar Power machen. Man kann das Quadratli in der Sahara einzeichnen. Das sieht immer aus dem All. Und es ist sicher nicht die Idee, dass man alles an einem Punkt macht. Aber es ist nicht eine technische
Herausforderung von der Physik her, dass wir bei den Weltenergiebedarf nicht konzentrierter Solar Power decken. Ein Vorteil von konzentrierter Solar Power ist, es ist bandenergiefähig. Das heisst, man kann die gebündelte Energie, die da in diesen Rohr von den Spiegel eingefangen wird, kann man auf einem thermischen Salzspeicher zwischenspeichern und in der Nacht aus dem thermischen Salzspeicher Energie hinzuführen, normale Dampfturbinen anzutreiben. Also man kann die Wärme den Tag durchgewinnen und den Strom den Tag und Nacht. Das ist das Konzept, das man auch unter dem Begriff Desotec diskutiert, dass man einen Teil von der europäischen Strombedarf für in den südlichen Ländern, Spanien, Nordafrika, produzieren und durch Kabel da anschaffen. Wasserkraft, weltweit noch Potenzial, der Schweiz ist Potenzial gering. Gerade bei der Kleinwasserkraft gibt es noch Ausbaupotenzial, wo möglich ist, aber die große Wasserpotenzial der Schweiz sind genutzt. Man kann die Effizienz von Turbinen verbessern und so Kleinigkeiten. Das ist nicht jetzt etwas, was man könnte verdoppeln. Allerdings haben wir ja auch schon 60% Wasser, also wir nutzen schon sehr viel von dem. Wind, weltweites Potenzial ist unbegrenzt. Wir könnten den Weltenergiebedarf mit Wind decken. In der Schweiz ist das Potenzial gross. Wir könnten jetzt nicht den ganzen Schweizer Bedarf decken. Wie viel das effektiv wird, ist vor allem eine kulturelle Frage, wie das bei Wind doch auch noch eine interessante Gegnerschaft gibt. Photovoltaik ist die billigste Energie, die es gibt, die ökologischste Energie, die es gibt. Und die einfachste Energie, die es gibt, es gibt keinen wirklichen Teil, es fällt nicht mehr auf, man sieht es fast nicht mehr, man kann es überall aufmachen. Und wird in Zukunft, im Sommer, am Tag, sicher die billigste Energie sein. Der Preis ist am Keien. Wir haben Break-Even gehabt zwischen neuen Nuclear Power und Photovoltaic Power in sonnenreichen Regionen vor ein, zwei Jahren. Dass man gesagt hat, für neue Atomkraftwerke und neue Photovoltaikkraftwerke ist der Preis jetzt genau gleich. Der Punkt, der Ort, wo die Preise sich kreuzen, also Nuklear wird immer teurer, Photovoltaik wird immer günstiger, der Punkt wandert einfach jetzt langsam in den Norden. Also je günstiger die Photovoltaik wird, je mehr man merkt, dass Atomkraftwerke eigentlich sehr teuer sind, zum wieder zurückbauen und die Versicherungen gehen auf VZ, wird es teurer. Umso eher sieht man, dass halt auch in unseren Regionen von der Photovoltaik wesentlich günstiger ist als Nuklear. So, jetzt kommen wir zum anstrengenden Teil. Für den Kopf etwas kleines Rechnen. Gibt es gerade Fragen vorne? Ja? Habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, Gezeitenkraftwerke gibt es natürlich auch. Ich glaube nicht, dass für den Weltenergiebedarf wir lange dort, wo es gemacht wird, sicher interessante Sache. Es gibt verschiedene Bauformen auch noch, aber es ist jetzt nicht der Game Changer, aber es ist sicher etwas Gutes. Was ist noch Frage? Gut, also. Mit dieser Grafik, wenn ihr die im Kopf behalten könnt, die jetzt kommt, dann habt ihr einen mathematisch-physikalischen Grundstock, wo ihr den meisten Experten in diesem Business voraus habt. Also ihr könnt dann mitreden. Die Frage, die wir jetzt stellen, ist, was braucht es, um 1 Gigawatt Bandenergie ersetzen. Wir haben in der Schweiz, ich glaube, 5 Atomkraftwerke oder so. Aufsummiert, wenn wir das, wenn die würden nonstop laufen, wären es etwa 2,7 Gigawatt Bandenergie-Äquivalent. Wer ist so weit noch mitgekommen? Versteht jemand per Gigawatt nicht? Ich könnte fragen, sonst macht es noch keinen Sinn. Gigawatt ist klar, ja? Okay. Wir haben Watt, das ist sozusagen der PS vom Strom, also die Leistung, wie stark das ist. Und die
Glühbirnen, die wir verboten haben, haben zum Beispiel 60 Watt. Und dann gibt es Kilowatt, das ist 1000 Watt. Megawatt ist 1.000.000 Watt. Und Gigawatt ist einfach Milliarden Watt oder Millionen Kilowatt. Also es ist die Geschwindigkeit vom Stromverbrauch. Ist die Gigawatt-Einheit. Klar? Gut. Jetzt gehen wir davon aus, dass Gigawatt läuft. Also, sagen wir mal 8000 Stunden im Jahr. Das ist jetzt nur, damit es schön ist, normal hat es ja 8760 Stunden. Dann gibt das 1 Gigawatt mal 8000, gibt 8000 Gigawattstunden pro Jahr. Klar, das ist also die Energieproduktion von einem AKW, wo 1 Gigawatt hat, wo 8000 Stunden im Jahr läuft, immer nicht. Wenn man das mit Photovoltaik wendet, machen, gleich viel Strom. Jetzt wird es interessanter. Dann haben wir also auch 8000 Gigawattstunden pro Jahr produzieren. Und jetzt läuft das Photovoltaik-Kraftwerk nicht 8000 Stunden im Jahr, sondern die Sonne scheint nicht immer, läuft das 1000 Stunden im Jahr. Das heisst, an einem durchschnittlichen, normalen Standort in der Schweiz scheint die Sonne über das Jahr so viel, wie wenn sie 1000 Stunden Volllastleistung hätte. Also für das Photovoltaik-Kraftwerk ist es so, wie wenn die Sonne 1000 Stunden Volllast scheinen und dann den Rest vom Jahr aus wäre. So viel Strom produziert das Photovoltaik-Kraftwerk an einem durchschnittlichen Standort. Dann haben wir dazu die Leistung vom Panel in Watt pro Quadratmeter. Nehme ich jetzt mal eher etwas Gutes. Das hier ist ein konservativer Wert, das ist jetzt ein höherer Wert. 200 Watt pro Quadratmeter heisst, ein Quadratmeter leistet das Panel wie Standard-Test-Nennbedingungen 200 Watt. Jetzt Standard-Test-Nennbedingungen sind 1000 Watt pro Quadratmeter. Das sind Zahlen zum wirklich auswendig. 1000 Watt pro Quadratmeter ist für die Sonne sozusagen Nennleistung, wenn sie voll brennt. Wenn es 200 Watt gibt, heißt das, es ist ein Wirkungsgrad von 20%. Das heißt, wir haben hier das, was das Panel ausmacht, hier das, was der Standort ausmacht. Und jetzt fehlt noch etwas, wenn man die Einheiten wegkürzen. Dann haben wir da Stunden pro Jahr, Watt und Watt. Und Watt. Dann haben wir da noch Quadratmeter übrig und dort noch ein Giga übrig. Also rund etwas mit Quadratmeter an. Und meine Frage ist, wie viel Quadratmeter pro Person mal, damit es schön ist, 8 Millionen Personen. 7,9 ist die Bevölkerung der Schweiz. Also. Zumindest von der Wikipedia-Seite. Was gibt es? Wir haben hier, also es kürzt sich nochmal die Quadratmeter. Da und da, Personen da und da. Jetzt haben wir Millionen kürzt sich mit 1000 und Giga. Millionen und 1000. Weil Millionen kürzt sich mit Giga, sorry. Millionen kürzt sich mit Giga und dann bleibt da. Also, Giga ist C hoch. Giga ist 1.000.000 Kilo. Okay, machen wir das Kilo, das kürzt sich da und da, dann liegt da, das stimmt so. Genau, das stimmt so. Millionen und 1000 kürzt sich mit Giga, dann haben wir da 8000, da ein 8 und da 200, was übrig bleibt. Die Frage voran war, alle Atomkraftwerke, das ist ein Bandlastäquivalent. Wenn wir jetzt alle Atomkraftwerke würden nehmen, müssten wir dann schon 15 Quadratmeter Photovoltaik nehmen.
Sollte man vielleicht da. Ja? Wie wird 50 heißen? Habe ich verrechnet? 50 mal 200 sind 8000. 5 mal 200 ist 1000 und 8 ist 8. Achso, dann 8 dann übersehen. Ja. Also, das wäre jetzt das erste Finding. Wenn ihr das bis zum Lebenend behaltet, dann habe ich das Gefühl, ich habe euch etwas gebracht. Vielleicht findet ihr das auch nicht so interessant. Aber ich glaube, die landläufige Meinung ist schon eher, als würde ich dann auf 60 rauskommen. Die 20% Wirkungsgrad ist eher hoch. Da hätte man auch 15 nehmen können. Dann wäre es ein bisschen höher gekommen. Der Standortwert hier, die 1000 Stunden pro Jahr, das ist ein Wert, wo man reinrechnet die Sonnenenergieleistung. Also in der Sahara ist der grösser. In der Sahara könnte man von 2400 rechnen. In der Schweiz, in Deutschland rechnet man normalerweise von 850 umeinander. In der Schweiz haben wir da einen Wert von 850 bis 1200. Also im Süden, im Tessin, an einer gut geneigten Südhangstelle kann man von 1200 gut ausgehen. Im Norden von der Schweiz, in einer Horizontalausrichtung, würde ich jetzt mit 900 rechnen. Das sind beides nicht so riesige Wechselwerte, also von der Leistung her ist die Photovoltaik da voll dabei. Jetzt machen wir es gleich noch für Windenergieanlagen, Windkraftanlagen. Entschuldigung, ja? Nochmal eine Frage. Ja. Der Strom muss ja dann gespeichert werden, zum Beispiel im Speicherkraftwerk für das Atomkraftwerk. Ja? Für nachts. Die Photovoltaikanlage produziert Strom am Tag. Das brauchen, am nachts brauchen wir mehr Strom. Jetzt können wir den speichern im Speicherkraftwerk, jetzt nicht mehr benutzt, an dem das Atomkraftwerk seinen Überschussmachtstrom gebunkert hat. Ja, wo ist die Frage? Wie wirkt sich das auf den Wirkungsgrad aus? Dass man jetzt quasi den Zwischenspeicher mit einberechnet. Wie viel Verlust hat man nochmal durch Hochpumpe und wieder runterlassen? Ja, also ich würde eigentlich nachher zu dem kommen, können Sie es gerne vorausnehmen, die Frage ist wichtig natürlich. Das ist die Frage. Wir haben das Problem, dass beim Stromnetz immer Produktion und Bedarf eigentlich genau gleichzeitig muss. Das klassische, althergebrachte Paradigma sagt, wir machen beides flach. Also wir machen Bandenergieproduktion und Bandenergiebedarf. Wenn es beides möglichst flach ist, dann passt es auch relativ gut. Smart Grid als neues Paradigma sagt, nein, es muss nicht unbedingt flach sein, es muss einfach beides zusammenpassen. Das heißt, man kann sowohl Bedarf als auch Angebot beeinflussen, sodass es im Augenblick immer zusammenpasst. Jetzt ist es so, dass eigentlich am Tag mehr Strom gebraucht wird als in der Nacht und dass zunehmend der Heizenergiebedarf am Sinken ist und der Kühlenergiebedarf am Steigen ist und dass eigentlich Sonnenenergie besser den Bedarf abdeckt in der Form von der Verbrauchskurve her wie der Bandenergie. Weil sie liefert eigentlich eher am Tag wie der Nacht und am Tag braucht man eigentlich eher Strom. Aber sie liefert nicht lokal immer an jedem Ort, an jedem Tag. Also braucht es natürlich den Ausgleich. Wenn man jetzt ein Pumpspeicherwerk, also nicht das Kraftwerk, sondern nur ein Pumpspeicherwerk, wo alles gepumpt wird, wo runterkommt, als Wert nimmt, dann hat das einen Wirkungsgrad meines Wissens von etwa 70%, also 30% Verlust. Und wenn man jetzt da 30% Verlust draufschlägt und davon ausgeht, dass man jetzt alle Solarstrom müsste einmal speichern, was sicher konservativ gerechnet ist, man müsste in der Frage, ob man so viel Speicherkapazität ob man so viel muss speichern, dann gibt es da einfach einen 30% Aufschlag. Ich glaube, das wäre die Frage. Genau. Dann machen wir zuerst noch den Fall über die Windkraftanlage dazu. Wenn man 8000 Gigawattstunden pro Jahr Windkraftenergie produzieren
dann kommt da jetzt auch so ein Ausnutzungsfaktor dazu. Also wir haben auch für einen Windstandort eine Anzahl Volllaststunden pro Jahr. Die Zahl da, da geschrieben als Stunden pro Jahr, ist sozusagen die Volllaststundenzahl pro Jahr, ist eigentlich das, was aussagt, ob es ein guter Standort ist und ob die Anlage gut funktioniert, ob sie optimal betrieben wird, ob sie Störung hat oder so. Keine eigentlich an der Dinge. Bei der Windkraft in der Schweiz rechne ich jetzt auch mit 1000 Stunden pro Jahr. Man rechnet auf Wikipedia für Deutschland, habe ich geschaut, so von 2000 bis 4000 Stunden pro Jahr. Also ist jetzt wirklich sehr konservativ, wenn ich da drin tue, aber es ist sowieso eigentlich eine Kopfrechnung. Es geht dort darum, eine Überschlagsrechnung zu haben, um mal grob die Grössenordnung abzuschätzen, sind es jetzt 5 Quadratmeter oder 60. Und dann würde ich da vorschlagen, als Einheit Megawatt pro Windkraftanlage und dann da eine Zahl und dann da Windkraftanlage und da eine Zahl. Wir haben jetzt da die Mega und 1000 Gigawatt Stunden pro Jahr und Stunden pro Jahr. Also bleibt die 8000 da übrig. Ich sage es nochmal, wir haben da Megawatt und 1000 gibt Gigawatt Stunden pro Jahr. Megawatt, also Stunden pro Jahr, Gigawatt Stunden pro Jahr. Das schreibt sich aus, also bleibt 8000 übrig. Frage, verstanden? Das heisst, 8000 machen wir mit 4 und 2000. 4 Megawatt ist Stand der Technik, oder 5 Megawatt Stand der Technik von der grossen Anlage. Man glaubt, dass man bis 2020 auf 10 Megawatt hochkommt. Ein begrenzender Faktor im Moment bei 5 Megawatt ist Transportfähigkeit. Also bringt man das Teil dort an. Das heisst, in den Küstenregionen, wo man es mit dem Schiff kann transportieren kann, sind Landanlagen momentan standardmäßig im 5 Megawatt-Bereich. Im Binnenland ist der Standard jetzt in der Schweiz eher bei 2-3 Megawatt, soviel ich weiß. Aber die Schwierigkeit ist im Wesentlichen der Transport. Da habe ich das Gefühl, wird es weiterhin gut zu gehen mit den Leistungen. In der Windkraftanlage ist die zentralste Lerninformation, wenn die Windkraftanlage ein bisschen grösser wird, steigt die Energieausbeute gigantisch. Der Wind nimmt mit der Höhe zu, der Durchmesser der Rotoren nimmt mit der Höhe und Größe quadratisch zu. Wenn der Wind auf einer quadratisch zunehmenden Fläche grösser wird, dann ist es mehr als quadratisch, was es zunimmt, wenn die Höhe 10% steigt. Und die Energie vom Wind, ein Zweitel mv Quadrat, ist mit dem Quadrat von der Geschwindigkeit. Und wenn die Geschwindigkeit mit der Höhe quadratisch zunimmt oder zunimmt und die Fläche noch quadratisch zunimmt, dann haben wir eine sehr hohe Potenz. Das stimmt, das sind 1 zu 1, aber es gibt eine sehr hohe Potenz mit der Höhe. Wenn also eine Masthöhe von 70 Meter auf 80 Meter steigt, haben wir schätzungsweise eine Verdoppelung von der Leistung vom Windkraftwerk. Wenn der Rotor entsprechend mitsteigt, schätze ich jetzt. So. Frage? Ja? So eine Windkraftanlage ist einfach ein Windrechner. Also eine Anlage ist ein Windrad, oder könnte man alles nur so rundum? Ja. Quasi auch nur ein Rad frei haben. Ja. Das andere wäre dann ein Windpark. Ja. Also das ist ein Turm, sagt man. Dann hat es eine Gondel drauf, einen Rotor und Rotorblätter. In der Gondel ist es Lagerung. Allenfalls Übersetzung und der Generator. Die grösseren Anlagen an Land im Norden haben ein Gondelgewicht von 600 Tonnen. Also das ist grösser als ein grosser LKW, sondern ein richtig riesengroßes Viech auf einem 80-90 Meter Turm. Das sind recht große Viecher. Ja.
Kraftwerk zum Beispiel Nuskitz, oder? Für 1 Gigawatt Bandlast äquivalent, ja. Genau. Und hätte die Schweiz überhaupt 2000 Standorte, wo sich die Effizienz für die Energiegewinnung zum einen lohnen würde und zum zweiten auch auf Transportfähigkeit von dem Strom nachher schlussendlich auch eigentlich ins Mittelland, ja, da wird die Verkehrsregionen plus wieder sein, und Verträglichkeit dann noch mit Umwelt- bzw. Naturschutz, wo ja eigentlich bei diesem Impact immer wieder ein großes Problem ist. Also es sind ein paar Fragen gewesen. Erstens, der wichtigste finde ich den Standort, gibt es so viele Standorte. Und wenn ich die Windkarte von der Schweiz anschaue und jetzt annehme, dass ich da eben statt... Da können wir ein bisschen aufgehen. Haben das überhaupt gesehen? Dass ich da 1000 Stunden genommen habe, statt jetzt 2 bis 4000, also 384 ist für Offshore-Anlagen, 2000 ist irgendwie ein guter Standort in Deutschland, hinter im Norden. Dass man da 1000 genommen hat, also die Hälfte von der Standortqualität, dann würde ich sagen, dann ist in der Schweiz die Region von 4 bis 5 Meter pro Sekunde Durchschnittsgeschwindigkeit, wo es wirklich im Juragürtel viel hat, im Mittelland viel hat und in den Alpen, in niedrigen Regionen viel hat, da adäquat. Also wenn man mit diesen Zahlen rechnet, wo der Strom natürlich dann ein bisschen teurer kommt als der Windstrom, der heute wettbewerbsfähig kann, wenn man heute Wind auf dem Markt anschaut, dann ist der Windstrom heute global gesehen nicht mehr subventioniert und boomt. Also Windstrom ist heute eigentlich am Markt etwas vom günstigsten an vielen Orten. Wenn man jetzt für die Schweiz schaut und den kostendeckenden Einspeisevergütung mit reindenkt, dann kann Windstrom mit nur 1000 Kilowattstunden durchaus günstiger sein als Photovoltaik, phasenweise oder zeitweise. Vor allem hat man eine andere Verteilung und das macht einen Vorteil, weil man weniger speichern muss. Und dann kann man genug Standorte finden, um jetzt zum Beispiel 2000 Anlagen zu bauen. Als Vergleich, die Schweiz hat 2000 Gemeinden. Es ist ein Windkraftwerk pro Gemeinde. Es hat auch 2 Kirchentürme pro Gemeinde. Und Windkraftwerk wäre ein bisschen höher und nicht im Dorfkern, sondern außerhalb. Zentrale Hindernisse sind eigentlich das Baugesetz, dass man Windkraftanlagen nicht in der landwirtschaftlichen Zone planen darf. Dass man da nicht überall von den Bäumen im Wald einfach das Kraftwerk bauen darf. Das ist eine Regelung, die sich die Schweizer Demokratie selbst auferlegt hat. Und die kann man diskutieren und allenfalls ändern. Dann hätte man da wesentlich mehr Standorte, wo ein Bau möglich ist. Die Geschichte von den Vögeln, die nehme ich persönlich nicht wahnsinnig ernst. Es gibt immer wieder die Aussage, dass Vögel sich wahnsinnig irritieren lassen durch Windkraftanlagen. Ich habe das Gefühl, das ist sehr viel Propaganda dabei. Dort, wo man etwas nachweisen kann, wo wirklich dort die Vögel rumliegen, kann man etwas machen. Aber ich bin überzeugt, es wird sich, auch wenn man die 2000 Anlagen hat, noch um einen Bruchteil der Vögel handeln, die dort sterben, im Vergleich zu den Straßen. Und darum ist es für mich mehr ein Propagandathema. Denn sonst kenne ich eigentlich keine Umwelteinflüsse, die man diskutiert mit Windkraftanlagen. Vor allem noch wegen dem Leistungsnetz. Jetzt ist es so, dass man Stromnetz europaweit wirklich neu bauen muss. In der Schweiz auch. Also wenn man bis 2050 denkt, braucht man ganz neue Netze. Wenn man momentan irgendwo eine 5 Megawatt Anlage anstellt, dann muss man bis zur nächsten entsprechenden Leitung einen Anschluss bauen, der ist der Kosten mit drin und ist sicher ein Kostenfaktor, der zentral ist. Aber den findet man. Also man findet sehr schnell irgendwo einen Megawatt-Anschluss. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Leistung, oder? 5 Megawatt sind 5000 mal das Kilowatt sind 5000 Kochherd, die gleichzeitig angehen. Also in einer Gemeinde oder in einer Ortschaft, in einer Region mit 5000 Häusern, hat man um die Mittagszeit allein vom Kochen 5000 Watt Bedarf. Und dann hat es dort auch einen Anschluss, wo man den könnte einspeisen. Zuschauer?
gut. Dann habe ich bis jetzt zwei Sachen erzählt. Ich habe erzählt über das Potenzial der verschiedenen erneuerbaren Energien. Wir haben eine kleine Rechnung gemacht und ich weise nochmal darauf hin, die Sache mit der Vorlaststunde, die den Standort darstellt, die Sache mit dem Wirkungsgrad und wie man von da nach da nach da kommt. Wenn ihr das könnt, könnt ihr im Wesentlichen ein Photovoltaik-Anlagenprojekt führen. Es geht dann darum, das hier herauszufinden. Das könnt ihr zum Katalog nehmen und müsst mit den Franken und mit dem hier dann ausprobieren, was das Coolste ist. Und dann wisst ihr, was ihr im Jahr für Energie zu erwarten habt, dass da mal der Gültigungspreis in dem Namen seid. Das ist wirklich der Kern der Photovoltaik-Rechnerei. Dann habe ich jetzt noch einen ganz anderen Input für euch. Und zwar ist ja heute, wenn man unsere gesamte Energie anschaut, der Strom etwa 24%. Und der Rest ist mehrheitlich fossil, und zwar ist es Öl, und Öl ist halbe zum Heizen und für Mobilität gebraucht. Der Mobilitätssektor ist der Energieteil, wo in der Schweiz am Steigen ist. Unser Ölverbrauch für das Autofahren nimmt zu. Und wenn wir jetzt innerhalb von dort oben schauen, mit was können wir in 2050 unsere Mobilität decken oder 2030, was für eine Technologie ermöglicht uns, wenn wir dann unbedingt wollen, auf dem Land mit einem Fahrzeug, das ein Lenkrad hat, rumzucruisen, ohne dass wir dafür irgendwelche Brown People bombardieren, dann ist es Elektromobilität. Und ich begründe das folgendermaßen: Öl, Kohle, Gas fällt aus, ist nicht mehr rum. Dann ist zur Diskussion, dass man zum Beispiel Biomasse tut, ernten und zu Agrofuels umwandelt. Das ist das, wo jetzt 10% im E10 in Deutschland eingespeisen wird ins Benzin. Und ich meine, die USA als Ziel 20% einspeisen. Man könnte das auch aus Holz machen, wenn man wahnsinnig viel Holz hat. Könnte man auch aus Holz Fischer-Tropsch-Reaktion macht es heiß. Es zersplittert dann die Moleküle und man kann dann kondensieren und so gesehen wird es wie Öl. Man kann auch Strom machen und den Strom in den Akku leiten über das Kabel und das wären all die da. Jetzt, das sind die konkurrierenden Techniken. Entweder man könnte auch da etwas machen und Carbon Sequestration, Capture and Sequestration probieren. Ich glaube nicht an das Märli, obwohl das ja viel Geld kriegt, fließt. Ich glaube nicht, dass das jemals wirtschaftlich möglich und sinnvoll wird, wahnsinnige CO2-Mengen im Untergrund zu versenken. Darum vergleichen wir jetzt hier mal ganz kurz, grob. Das ist jetzt irgendetwas Pflanzliches und das ist jetzt das Photovoltaik-Panel. Wenn wir zum Autofahren wollen, die zwei Technologien vergleichen, dann haben wir hier einen Wirkungsgrad von der Photosynthese von unter 1%, kleiner 1%, und da mit der Photovoltaik von 20%. Dann kommt die Effizienz von der Ernte. Da ist also der Traktor drin, da ist die Feldbestellung drin, da ist Düngemittel drin, da ist Pestizidaufwand drin. Wäre also mal 50%, mal die Hälfte. Da wäre ich dort, hätte ich da den Wechselrichter Umwandlungswirkungsgrad. Und so Zeugs, da kann man irgendwie 98% rein tun. Dann kommt die Speicherung. Zuerst kommt da oben noch die Umwandlung. Wir sind bei der Frucht. Vom Feld weg, auf dem Traktor oben und Umwandlung in ein Agrofuel. Wird auch wieder die Hälfte verloren, grob geschätzt. Da kommt die dann die ich mache da mal das Icon dazu.
Das wäre die Leitung. Sagen wir 20%, wenn man es aus einer fernen Region holt. Dann kommt noch der Akku. Da machen wir 98% Akku-Wirkungsgrad. Und zum Schluss noch der Motor. Da haben wir 20% Wirkungsgrad vom Motor und da 98% Wirkungsgrad vom Elektromotor. Es sind alles sehr grobe Zahlen. Wo ich es schon mal vor längerer Zeit mal ausgerechnet habe, ist das um Faktor 200 besser als das. Aber die Zahlen muss man nicht allzu genau nehmen. Die wichtigen Faktoren sind, der Photovoltaik-Wirkungsgrad ist ca. 20 bis 50 oder so mal besser als der Photosynthese-Wirkungsgrad. Und wir haben den Motor-Wirkungsgrad im Strom, wo fünfmal so gut ist wie der Motor-Wirkungsgrad im Verbrennungsmotor, also Elektromotor, Verbrennungsmotor. Das sind zwei so krasse Vorteile für die Elektromobilität, dass die Verbrennungsmotormobilität da recht etwas müsste bieten, um gegen das anstinken. Und was sie kann, sie hat die größere Energiedichte im Tank. Das ist das Problem von der Elektromobilität, dass der Akku, wenn man 300 km Reichweite hat, sehr schwer wird. Und auch die Lithium-Ionen-Akkus, die man nimmt, sehr wertvolle Materialien drin hat. Aber aus Energiesicht, aus energetischer Sicht, wenn man sagt, wir wollen das Produkt haben, wir wollen die Mobilität haben in Zukunft, die funktioniert, dann ist der Faktor um die 200 mal anders. Also wenn wir uns überlegen, wir bauen in der Schweiz Biomasse an zum Autofahren oder Photovoltaik zum Autofahren, dann sollte der Fall klar sein. Das eine brauchen wir 200 mal mehr Fläche, also nehmen wir lieber das Effizientere und das wäre Elektromobilität. Frage? Ja? Wie sieht es aus, wenn man die Produktion von Panels und Akkus mit einbezieht über so eine mittlere Lebensdauer? Da steckt ja auch fossile Energie drin. Ja, also fossile Energie steckt dann drin, wenn man fossile Energie reinstecken. Das ist natürlich dann Annahme, wo heutzutage kann gerechtfertigt sein, wenn man von 2050 redet und von einer grünen Wirtschaft, dann gehe ich natürlich nicht davon aus, dass man fossile Energie braucht, um erneuerbare Energie bauen im langfristigen Schema. Bei den Panels habe ich es als erstes gesagt, das ist das best verbreitete Propagandawaffe von der Atomenergie schlechthin, dass die graue Energie von den Panels so hoch sei. Das ist heute einfach nicht mehr so, die ist irrelevant. Im Akku ist sie eher relevant, da gebe ich dem Einwand absolut recht. Ich habe keine genauen Zahlen, aber ich möchte darauf hinweisen, der zentrale Punkt ist, dass man den Akku aus einem Recycling-Schema denkt. Also man wird den Akku wieder neu aus Akkus machen. Und das gibt dann eine ganz andere Zahl. Wenn man einen langlebigen Akku hat, wo man auch nachher wieder recycelt, um einen neuen Akku ausmachen, als wenn man jetzt muss die 40.000 Kilometer von einem Auto mit einem Akku, den man direkt aus dem Boden raus macht, verrechnet. Dann gibt es eine schlechte Zahl. Ich gehe also davon aus, dass die Berechnung sichtbar beeinflusst wird, wenn man da einen frisch neuen Akku gerade aus dem Boden von China oder Afrika reinrechnet. Wenn man dann Recycling-Akku rechnet, sieht man es nicht mehr. Ich frage nur, weil Akku ist ja seit Jahrzehnten das Problem bei der Elektromobilität oder Speichermedium. Ja. Und aktuell weiß man ja, offensichtlich sind delikat, wenn Sie die Chinesen nennen, dass die Materialien harten. Ja? Gibt es genügend Lithium zum Beispiel oder gibt es genügend seltene Erden, wenn wir auf die Windkraft nochmal zurückzukommen, um die Magnete herzustellen, ja, und quasi weltweit da irgendwie die Rechnung. Ich habe das auch nochmal gegoogelt. Es sind etwa ein Sechstel von der Windkraftanlagen, die mit dem seltenen Neodym produziert werden, die der Permanentmagnet. Das ist eine seltene Erde, ein Metall, ein Material. Ich mal das Element, das Neodym, kenne ich noch nicht. Das Material, das vor
vor allem in China abgebaut wird, wo auch sehr umweltschädlich ist beim Abbau. Aber nur etwa ein Sechstel von der Anlage nehmen die Art von Permanentmagneten. Führende Windkrafthersteller sind stolz darauf, eben auf die Materialien verzichten zu können. Also der seltene Erdestau bei der Windkraftanlage würde ich auch als Propaganda bezeichnen oder als Urban Myth, also Informationen, die Spaß macht zum Weiterverzählen, aber nicht unbedingt relevant ist. Und bei den Akkus ist der zentrale Punkt, dass ich jetzt so darüber rede, weil ich mir Elektromobilität in einem innovativen Mobilitätskonzept vorstelle, wo Elektroautos nicht für 400 Kilometer Strecken eingesetzt werden. Also ich stelle mir vor, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel in Ferien nach Griechenland geht, ist billig zur Zeit, dass man dann mit dem Zug geht, dort aussteigt und sich ein geiles Cabriolet besorgt und mit dem dann die 30 Kilometer Ausfahrt macht, dann auf dem Campingplatz ist oder im Hotel oder wo immer, am Strand liegt, kein Auto braucht. Und wenn man zurückgeht, steigt man wieder in den Zug. Für eine solche Elektromobilität braucht es natürlich viel weniger Akkus als für eine Elektromobilität, wo man hier ins Auto steigt, 400 Kilometer fährt, dort durchfahren, wenn möglich noch, und dann dort drehen ist und 400 Meter wieder zurückfährt. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man Akku-Wechselstationen-Konzept implementiert. Das heisst, man tut den Akku halt alle 50 Kilometer austauschen gegen einen vollen Akku. Man tut den Akku mieten statt besitzen. Und auch das, mit dem könnte man die Akkumenge, die es braucht für ein Land mit Elektromobilitätsversorgung, Faktor reduzieren. Weitere Fragen? Ja? Flugzeug sehe ich, dass Detail da interessant würde werden bis 2050. Also ich glaube, der Flugverkehr verzichten werden wir nicht. Ich glaube, im Flugzeug ist die Energiedichte noch zentraler als im Auto. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass man Biogas als Rohstoff nimmt zum Flugbenzin herstellen. Fliegen ist natürlich nur schon, weil der CO2-Ausstoß und auch der Wasserausstoß vom Triebwerk in der oberen Atmosphärenschicht passiert, ein extremer Klimakiller. Und was ich mir eigentlich wünsche für die Zukunft oder was ich als Vision habe, ist, dass wir mehr dort reisen als heute, viel mehr. Und zwar viel langsamer und viel länger. Also online schaffen ist heute schon etwas Wichtiges. Kreativ schaffen ist etwas Wichtiges, zusammen schaffen ist etwas Wichtiges, zusammen sitzen wird etwas weniger wichtig, aber auch zusammen sitzen mit Leuten auf der anderen Seite der Welt könnte noch wichtiger werden. Also mein Konzept, wie wir in Zukunft einen Großteil von der Beschäftigung, von der arbeitstätigen Beschäftigung kann machen, ist, dass man halt in den Zug steigt, nach Italien fährt, dort eine Woche Sitzungen macht und Konzeptarbeit, noch ein Stück mehr in den Zug und fährt. Griechenland, macht dort eine Woche, zwei, Arbeit und so weiter und so fort. Und dann ist eigentlich mehr Reisen, mehr die Welt gesehen, mehr Kontakt mit Leuten von anderen Ländern und viel weniger Energiebedarf möglich. Das wäre jetzt ein Konzept, das wir Suffizienz nennen, also nicht Effizienz, sondern Suffizienz, mehr Spaß mit weniger Verbrauch. Und nicht weniger Spaß. Die Zukunft muss gut aussehen, sonst wenn man sie nicht, dann funktioniert sie auch nicht. Ist die Frage beantwortet? Ich habe noch, also wenn es weitere Fragen gibt, gerne. Ich habe noch einen Grundsatz zum Stromnetz. Es gibt den Begriff Smart Grid, der wird extrem unterschiedlich verwendet. Und ich würde mir gerne vorstellen, was ich unter dem Begriff Smart Grid verstehe. Ich habe es vorher im Konzept schon mal angedeutet. Man tut oft einfach Supply and Demand, wenn man es auseinandernehmen, Supply and Demand, Angebot und Nachfrage, beides möglichst flach machen und dann wird es schon passen. Dann hätten wir die sogenannten Stromträger, dann hätten wir in den Stromversorgungsunternehmen Abteilungen angestellt, die auf einer Art Börse weltweit
Stromleistungen gehen handeln und schauen, dass sie in ihrem Netz genug Strom haben, zum abgeben. Wenn man das Konzept umdenkt auf Angebot und Nachfrage, jedem Augenblick instantan automatisch möglichst angleichen, dann kommt etwas raus, das ich Smart Grid nennen würde. Das heisst, ich fange gerade direkt rein. Das heisst, dass zum Beispiel Kühlgeräte, Kühlanlagen, Wärmepumpen, industrielle Prozesse wie Pressluftaufbereitung, also Sachen, die eine Minute, eine Stunde, zwei Stunden, fünf Stunden können mit dem Energiebedarf warten, dass diese Geräte an der Steckdose spüren, wie teuer der Strom gerade ist. Und wenn irgendwo nebenan ein AKW muss schnell abgefahren werden, dann steigt der Preis rasant an und die können eine Stunde, zwei, drei rausgehen und warten. Das heisst also, der Kühlschrank zuhause, wenn er bei 4 Grad ist, wie er sollte, auf 5 Grad ansteigt, weil man die Türen aufgemacht hat und gerade irgendwo nebenan der Strom knapp ist, dann tut er noch nicht kühlen, sondern wartet noch bis 7 Grad. Und bei 7 Grad stellt er erst ein, nur dann ein, wenn der Strom unterhalb von 2 oder 12 Franken pro Kilowattstunde ist. Also fast immer, außer man hat gerade einen nationalen Notfall. Wenn wir das mit jedem Gerät machen, also wenn auch die Beleuchtung bei 12 Franken pro Kilowattstunde aussteigt, haben wir die totale Sicherheit, in meiner Vorstellung, dass die lebenserhaltenden Maschinen, die Spitäler, aber auch vielleicht bei Leuten, die heimgelegt werden, dass die Backup-Systeme von der hochsicheren Daten, dass die Stromanschlüsse von den Sicherheitssystemen auch dann funktionieren, wenn jemand eine Rakete auf unsere Energiezentrale wirft. Das nenne ich Versorgungssicherheit, wenn man ein richtiges Smart Grid hat. Und heute im Internetzeitalter, wenn wir uns vorstellen, angenommen Ägypten, der Staat versucht das Internet abzuschalten, weil sich über das Internet irgendwelche Revolution könnten koordinieren, dann ist doch das Internet etwas, wo eigentlich Grassroot müsste sich sofort wieder neu bilden können. Und im Internetbegriff ist das heute noch bis noch für mehr und mehr Menschen denkbar, dass so ein Netz als Verknüpfung von Einzelnen aus sich selber raus, von unten rauf, einfach so kann aufgebaut werden. Es ist heute noch nicht möglich. Also wenn heute jemand, der mächtig genug ist, das Internet abschalten könnte, in der Schweiz noch. Beim Stromnetz ist es auch noch nicht möglich, aber es ist denkbar, dass das Stromnetz so könnte gebaut werden. Dass jeder Teilnehmer am Stromnetz die Steckdose kann hineinspüren kann. Es gibt irgendein Protokoll, wo der Zustand vom Netz kommuniziert. Man kann einspeisen und rausnehmen und hat eine entsprechende Verrechnung. Für Elektrocars, Elektrobikes, Akkus, chemische Luftspeichersysteme oder auch als Pumpspeicherwerk würde das heißen, wenn der Strom teuer ist, gerade lade ich rein. Wenn der Strom günstig ist, pumpe ich auf. Und ich kann direkt am Stromnetz spüren. Sobald man eine größere Anlage hat, kann man natürlich dazu noch ein Büro mit ein paar Ingenieuren anstellen, wo Forecasts machen, wo Wettervorhersagen anschauen, wo die wissen, wenn ein Fußballspiel läuft und dementsprechend noch effizienter planen. Aber der Markt kann ganz aufs Kabel aber reduziert werden. Wenn man das für kleine stromproduzierende Anlagen dann noch weiterdenkt, dann ist mit dem zum Beispiel möglich, dass eine Wärmekraftkomplexanlage in einem größeren Gebäude, wie zum Beispiel so ein Schulareal, auch den Strom dann kann einspeisen kann, wenn er am dringendsten gebraucht wird. Also das Beispiel im Winter, wenn der Strombedarf hoch ist, Photovoltaik liefert weniger, braucht sie in so einem Gebäude Heizenergie. Heizenergie heisst, man hätte eine größere Holzheizung zum Beispiel. Mit der größeren Holzheizung könnte man nebenbei noch ein bisschen Strom machen. Und wenn man dann in diesen Stunden vom Tag heizt und noch die Wärme zwischenspeichert, wo der Strompreis am höchsten ist, dann kann man nachher für den Strom, den man dann da produziert, natürlich auch einen viel höheren Preis verlangen, was dann gerechtfertigt ist. So könnte man also Wärmekraftkomplexanlagen eher finanzieren. Auch zum Beispiel ein Laufwasserkraftwerk, ein Flusswasserkraftwerk, kann den Fluss ein bisschen zurückstauen, ein bisschen weniger ablassen und ein bisschen mehr ablassen, je nachdem,
wie der Strompreis gerade ist. Also es gibt sehr viele Stromnetzteilnehmer, die ihre Produktion und Verbrauch kurz können aufsparen, erhöhen, reduzieren, je nachdem wie der Preis gerade ist. Wenn wir energieintensive Unternehmen haben, die klagen, man dürfe den Strom nicht verteuern, dann bin ich gespannt, ob das ernst gemeint ist und ob das Interesse da wäre, um den Strom wenigstens auch zu nehmen, wenn er wesentlich günstiger ist. Weil mit so einem Netz, wo der Strompreis transparent durchgeht, wäre natürlich mittags im Sommer der Strom extrem günstig, wenn nicht gar praktisch gratis. Also ich erwarte in den nächsten 20 Jahren, dass in Europa der Strom gratis oder fast gratis ist. Im Sommer am Mittag. Das heißt, wenn man einen guten Standort hat für energieintensive Unternehmen, also Aluminiumhütte etc., wird man dort einen Punkt finden, wo sich die Produktion ändert auf die Zeiten, um zu verlagern, wo der Strompreis jetzt nicht ist. Das zum Konzept Smart Grid. Ein Kühlschrank, der geschwind abschalten kann und eine Stunde später wieder einschalten, also seinen Verbrauch kann verschieben, der ist eigentlich auch ein Stromspeicher. Weil er jetzt weniger braucht, der nachher den braucht, hat er wie eine Art Kilowattstunde jetzt auf dem gespeichert mit null Verlust. Dem Konzept vom Smart Grid steht im Weg, dass es Stromversorgungsunternehmen eigentlich dann nicht mehr bräuchte. Weil Netze bauen die eigentlich jetzt schon nicht ernsthaft und die Verträge, da, so wie die Orange mit Mobile und Cablecom und so, die Verträge abschließen und so weiter, das wird im Moment noch mehr oder weniger automatisiert. Also der Effizienzgewinn, den man da könnte, sehe ich gigantisch und der politische Wille dagegen ist dann eigentlich auch klar, wenn man sieht, dass da die ganzen Stromtradingsagenturen irgendwie automatisiert werden. Dann gehen ein paar Arbeitsplätze verloren. Und das fände ich gut, weil Arbeiten ist nicht unbedingt immer angenehm, wenn es nicht nötig ist. Fragen? Müssen wir jetzt geschwind einen Zeitcheck machen? Wir haben noch 10 Minuten, ist das richtig? Ist nicht mehr 30? Gut. Ja. Der Strom gratis ist oder sogar. Wenn wir bezahlt, dann wir sind Konsumenten. Du bist ein Konsument. Ja, aber wir jetzt zwei Musik im Kartan gebaut. Ja. Wenn wir, also die Schweizer mehr Strom produzieren als das Blut. Und als es dörflich, so wie so viel scheinbar. Also der Punkt ist, in einem liberalen Markt, das ist nicht das, was die Liberalen meinen, sondern wo wirklich eben der Markt auf dem Kabel wäre, oder? Also wo jeder kann auf den Markt zugreifen, wo ich kann an die Steckdose gehen und der Gigawatt Leistung einspeisen, okay, geht jetzt mit dieser Steckdose nicht, aber ich kann einspeisen, ich zahle dafür. Und zwar der Preis, der jetzt gerade auf dem Strommarkt transparent echt ist. Dann könnte ich jetzt dort reingehen, meine Elektroheizung anschliessen und wir zahlt werden dafür. Oder? Auf so einem Markt, einem Smart Grid, würde die Situation dazu führen, dass all die Zweitwohnungen in den Alpen, die Elektroheizungen haben, einfach per SMS angestellt werden und verdienen etwas. Also man würde sicher nicht irgendwie Geld ins Ausland zahlen in dieser Situation, sondern man müsste die Energie einfach vernichten, am besten irgendwo, wo es sinnvoll ist. Und wenn wir ein Energienetz haben, wo schwankende Energien aufnimmt, dann ist das aus meiner Sicht gegeben in Zukunft. Also wir haben schwanken die Energien ja auch im Ausfall von einem Grossproduzent im alten Konzept, also zentralisierte Grosskraftwerk-Konzept hat auch schwankende Energie, und zwar dann, wenn das Kraftwerk unverhofft plötzlich abgestellt wird. Dann hat man Blackouts, ist die Problematik, dann hat man geringe Versorgungssicherheit. Dann hat man auch das Problem, dass der Strom kann wegfallen kann, und wenn es dann wieder angestellt wird, dann hat man auch noch zu viel Strom. Also wir haben auch sowieso immer ein paar Prozent mehr Strom, als wir brauchen,
den man produziert, der wird vernichtet immer. Und das ist notwendig für eine gute Netzsicherheit zu haben. Je feiner wir das Tuning können machen, das ich jetzt beschrieben habe, umso ähnlich kann man auch die paar Prozent Überproduktion reduzieren und auch noch einsparen. Aber dass wir jetzt das Ausland zahlen, damit sie den Strom nehmen, das ist absurd. Also, es muss einfach irgendjemand machen, in der Schweiz, den Strom vernichten, wenn sie mal zu viel hätte. Und bei Wind- und Sonnenenergie mit einem höheren Anteil im Netz kann das passieren, klar. Aber vorher ist der Strom mal gratis und das tut doch gut. Also erst ein Lücke gebracht. Ja? Ich würde noch etwas bemerken, also vielen Dank für die Ausführungen. Sie haben gesagt, dass eben vieles Propaganda ist, oder? Und das will ich unterstreichen. Wir haben jetzt das Beispiel Japan. Japan hat 58 Atomkraftwerke. Das ist irgendwie sowas. Wenn man vor einem Jahr gezeigt hat, was passiert, wenn man in Japan, wo energetisch gesehen ist, in Inseln, kann keinen Strom importieren, oder? Das ist nicht die Schweiz. Wenn man dort alle Atomkraftwerke abstellen würde, dann hätten alle, selbst die grünen Aktivisten, hätten gesagt, das kommt selbst nicht gut raus, oder? Und Japan hat nach Fukushima alle Atomkraftwerke abgestellt. Und es war letztens ein Artikel in der NZZ, und der hat einen witzigen Titel gehabt, der GAU für die japanische Atomindustrie ist eingetreten. Es ist nämlich jedes Atomkraftwerk in Japan abgestellt, 58. Und Japan funktioniert, immer noch. Und Japan ist ein Hightech-Land und ohne Smart Grid, nur mit Human Brain Grid, würde ich jetzt mal sagen, haben die das in den Griff bekommen. Wahnsinn, oder? Also es braucht vielleicht gar nicht einmal so viel, es braucht vor allem den Willen. Also mit einem Aufwand, mit einer Volksbewegung, wo die ganze Schweiz miteinander sagt, jetzt wenn wir da, könnte man die AKW sicher durch Effizienz ersetzen. Oder durch Effizienz und das paar alte thermische Kraftwerke. Und ich glaube, das ist so das, was in Japan passiert ist. Wo wie man gesagt hat, Effizienz könnte ganz viel und man fragt sich in der Schweiz, ja, die Leute wollen das nicht. Und der Herr Thumann, AXPO-Propaganda-Frontmann, sagt dann, sein Job als Energieversorgungsunternehmen CEO ist nicht Energie zu sparen, sondern den Bedarf vom Markt abzudecken. Also es ist kein politischer Wille da, sondern es ist eine Unternehmung, die einen Auftrag hat, wir müssen den Bedarf decken. Und das ist der grosse Unterschied zu einem Land wie Japan, wo ein Volkswille da war nach Fukushima plötzlich. Meine Zahl, die ich im Kopf habe, ist 54, aber der Unterschied zwischen 54 und 58 ist Fukushima Dai, Ichi, Nisan, Yon, also 4. Wahrscheinlich war 58 vor Fukushima und 54 Grad nachher und dann die weiteren 54 innerhalb von einem Jahr. Das ist eine Leistung, die wesentlich grösser ist, als das für die Schweiz bräuchte, um die paar Atomkraftwerke abzuschalten. Ja. Etwa ein Viertel. Wenn man thermische Energie von der Uran-Kettenreaktion, also vom Reaktor, erzeugt wird, an thermischer Energie zu Strom nimmt, ist es etwa ein Viertel. Das heißt, drei Viertel gehen als thermische Energie auf unter 30 Grad um zum Kühlturm aus. Man kann jetzt sagen, es ist mega ineffizient, aber es ist Uranwärme, also wenn jetzt Uran noch mehr Wärme produzieren, dann wird die Effizienz nicht, also ja. Man kann sagen, Atomenergie ist mega ineffizient, wenn es so wird alle. Aber die verlorene Energie ist nicht das, was mich traurig macht bei der Atomkraftwerke. Mich macht traurig die Leute, die beim Abbau verrecken, die Leute, die bei der Wiederaufbereitung verrecken, die Leute, die bei der Bombe verrecken, die Leute, die in Zukunft verrecken, wenn sie unsere Lager ausgraben und Forschung machen. Die Leute, die mit den Unfällen verrecken, Fukushima, Tschernobyl, Harrisburg etc. Und mich macht auch traurig, dass die heutigen Atomkraftwerke momentan den Ausbau von Photovoltaik und Windkraftanlagen blockieren. Wir haben momentan ja gar keinen Bedarf für einen grossen Ausbau von der erneuerbaren Energien. Darum sind viele Stromversorgungsunternehmen momentan total geeilt, auf gute Standorte für Windkraftanlagen zu akquirieren. Aber bauen wir uns dann nicht. Und sie warten darauf, bis die AKW wirklich weg sind.
dann bauen sie ihre Windkraftanlage zum dann aktuellen Marktpreis, was momentan mehr Rendite verspricht. Das sind so Medienproblematiken, die da drum kommen. Ja. Was mir noch etwas fehlt, ist jetzt in Richtung Effizienz, sagen wir mal der Status, der aktuelle Stand der 2000 Watt-Idee oder so in die Richtung im Moment. Ihre Rechenbasis war ja immer der aktuelle Verbrauch. Dass man aus Strom wieder Wärme macht beim Kocher oder dass man mit Strom kühlt, ja, also irgendwie wieder thermische Prozesse in Gang hält. Und haben Sie da irgendwie vielleicht noch eine Idee für uns, wie das Einsparpotenzial aussieht? Ja. Also, mit Best Practice, Best Available Practice Technology Idee, dass man einfach alle Geräte auf den technologisch besten Effizienzstandard würde upgraden, kann man natürlich im Stromverbrauch massiv Einsparungen machen. Zahlen sind um ein Drittel rum zum Beispiel oder so. Dass man sagt, ein Drittel vom Strombedarf könnte man mit dem decken. Natürlich ist dann pro Gerätetyp ist der Erneuerungszyklus unterschiedlich und der politische Wille ist unterschiedlich. Und so wie zum Beispiel bei den Glühbirnenverbot sind sehr viele Leute jetzt plötzlich da empört und finden das gar nicht eine gute Idee. Dabei ist wirklich Beleuchtung halt der größte Punkt in der Stromverbrauchsbilanz nach Verbraucher. Und ich stehe eigentlich total hinter dem, dass man jetzt ein paar Jahre lang die Energiesparlampen, die wahrscheinlich dahinter sind, benutzen und dort mit LED-Entwicklung pusht, weil die LED-Entwicklung, die jetzt langsam wird kommen, dann auch wieder wirklich, wirklich auf der ganzen Ökobilanz komplett besser ist als der Glühbirne. Der Glühbirne kommt immer darauf an, wie lange lebt denn die Energiesparlampe, dass es Sinn macht. Das zu der Effizienz. Ich habe darum über die Effizienz jetzt nicht geredet, weil Sparen tönt ungeil. Für mich ist das Wort Sparen einfach vollkommen fehl am Platz. Ich rede über Suffizienz. Suffizienz heisst mehr Ferien, länger Reisen, mehr Spass für weniger Energie. Das ist Suffizienz. Es gibt auch im Strombereich überall Suffizienz. Also ich kann es geiles Handy haben in Zukunft, wo mehr kann und weniger Strom braucht. Das ist Suffizienz, das sind die grossen Potenziale, die sie gesellschaftlich umsetzbar sind. Natürlich kann ich da abschalten und habe jetzt Energie gespart, aber es ist ein menschlicher Aufwand, die Propaganda, die ich brauche, um alle Menschen dazu zu bringen, das zu machen, sehe ich als unverhältnismäßig. Ich möchte mit Spass an die Sache gehen und die Potenziale nutzen, die wirklich Spass machen. Zweitens, ich habe gesprochen von fossilfrei. Das Konzept von 2000 Watt Gesellschaft, 1 Tonne CO2 Gesellschaft, sind beides ETH-Konzepte. Die ETH ist mehrheitlich ein Atombefürworter, eine Atompropaganda. Ich habe es selber überstanden dort. Und es sind wirklich atomkritische Themen, die haben im ETH-BSI-Komplex einen sehr schweren Stand. Ich finde beide Konzepte falsch. Ich finde, das richtige Konzept ist fossil- und atomfrei, also nachhaltig. Weil im Konzept 2000 Watt Gesellschaft und 1 Tonne CO2 Gesellschaft oder 500 Kilogramm CO2 Gesellschaft oder was auch immer, ist immer ein fossiler Anteil drin und damit ist es für mich kein Lösungsansatz. Es ist ein Reduktionspfadansatz, aber es ist kein Lösungsansatz dort drin enthalten. Ein Lösungsansatz ist, wir sehen unsere Wirtschaft, wo wir Lust haben, drin zu leben aus mit komplett erneuerbarer Energie. Und dann ist natürlich Effizienz einer von den mega coolen Wegen dort an. Dort ist die Effizienz wieder mega wichtig. Aber es ist, die Effizienz ist nachher on the way, einfach, macht einfach Sinn. Es ist einfach logisch, dass man effizientere Geräte braucht, wenn der Strom zum Beispiel ein bisschen teurer wird, dass man es wirklich spüren. Ich weiß nicht, wer in dem Raum weiß, wie viel er oder sie im Monat für Strom ausgibt. Ich könnte eine Zahl sagen. Ja. Also wir sehen hier, wie wahnsinnig belastend Stromkosten für unsere Gesellschaft wirklich sind. Nicht so.
Das ist noch eine Frage? Richtig, letzte Frage, nehme ich an. Ja. Also ich hoffe, und, ja, letzte. Ja, I encourage you to Google that. Wir haben den Preis, zum Beispiel jetzt Photovoltaik, habe ich viel gesagt, Schweizer Franken pro Kilowatt Peak. Das sind die Kilowatt da. Nicht da. Das sind die Kilowatt da. Das sind Kilowatt Peak, Nennleistung, nicht Jahresleistung. Pro kumulierte Investitionsfranken, also da 10 Franken, 100 Franken, 1000 Franken, Millionen Franken, ich sehe die logarithmische Skala, 10.000 Franken, die Kurve, also wie viel Geld hat man investiert, kumuliert und kumuliert, und der Franken pro Kilowatt Peak, die Kurve sieht etwa so. Wir sind da heute an einem Punkt, wo im Süden von Europa der Preis bei, sagen wir, 18 Rappen oder so gleich ist wie der Preis, den wir jetzt müssten rechnen für zukünftige neue Atomkraftwerke oder auch fossile Kraftwerke. Dazu kommt die Tendenz bei Fossilen und bei Atom ist steigend. Klar, stark steigend. Fossile wird knapper, steigend. CO2-Steuer ist absehbar, weltweit könnte passieren, würde das Ganze verteuern. Uran, wir haben den grössten Teil vom wirklich guten, brauchbaren, hochkonzentrierten Uran weltweit schon abgebaut. Also Uran, wenn man jetzt eine Renaissance hätte, was jetzt glaube ich nicht mehr zur Debatte steht, wenn man jetzt Atomrenaissance hätte, dann würde die Uran innerhalb der Lebensdauer von jetzt neu gebauten Kraftwerk knapp. Dazu haben wir die externen Kosten, die ich genannt habe. Also zum Beispiel 4 Rappen pro Kilowattstunde allein Versicherung. Wenn man eine Versicherung hätte und wenn man sie nicht hätte, zahlen wir es gleich. Das Risiko, dass irgendein Atomkraftwerk in so einer hochgeht und dass wir dann verreckt oder Schaden haben, den haben wir ja. Also wir zahlen es eigentlich gleich, auch wenn man es nicht aus dem Portemonnaie rausgeht. Die Kosten für unser Land, vom Abfall, wo entstehen etc., die sind alle. Also die ganzen externen Kosten sind bei dieser Rechnung nicht drin. Trotzdem sind wir am Break-Even-Point. Ich sage, Erneuerbare sind günstiger als Nicht-Erneuerbare. Insbesondere, wenn man sagt, bau die Turbine jetzt oder das Windkraftwerk, das Solarkraftwerk und das läuft dann 20 bis 30 Jahre, dann sind sie günstiger als neue fossile oder neue atomare Kraftwerke. Ein weiterer Punkt noch ist die Fremdkapitalkosten, also Zins. Könnt ihr mal schauen, was ein Atomkraftwerk für Fremdkapitalkosten hat, also wie viel Zins auf das Kapital als Anteil vom Strompreis drin ist und vergleichen das mit den Fremdkapitalkosten für Erneuerbare. Da sieht man, ein Großteil, wie der Photovoltaik sowieso, ein Großteil der Kosten sind Fremdkapitalkosten und die sind 1:1 vom Zinssatz abhängig. Und grosse nationale Projekte wie ein Atomkraftwerk werden immer mit tiefen Zinsen realisiert, wenn sie realisiert werden. Und kleine private Photovoltaikanlagen werden mit höheren Zinsen realisiert. Also es ist auch nochmal ein ganz grosser Unterschied in den Kosten, den ich bitte zu bedenken, wenn man den Vergleich macht. Und dann behaupte ich, und habe das eigentlich erwähnt, die Erneuerbaren sind günstiger. Jetzt ist noch die Frage, warum bauen wir denn nicht Erneuerbare und dann die alten weg? Und da kommen wir dann von den Rechnerwissenschaften zu der Propaganda und da bräuchten wir noch eine Stunde. Ja. Dankeschön.